Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production, developed by Eurocom Entertainment Software. Crash Bash! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Mal wieder. Und zwar zu einem Projekt, das heißt Crash Bash. Was ist Crash Bash? Vielleicht kennt einige von euch diesen kleinen Fuchs hier links. Das ist der Crash Bandicoot. Deswegen auch Crash. Und zwar werden wir hier den Abenteuermodus spielen. Crash Bash ist ein Spiel, wo wir verschiedene Minispiele spielen werden in diesem Abenteuermodus. Wir werden das Ganze mit dem Hauptcharakter Crash Bandicoot machen. Was es mit den Masken auf sich hat, werden wir jetzt gleich in dem Intro sehen, das erst folgt. Oka, Oka, wie oft muss dir das noch gesagt werden? Du kannst mich nicht besiegen. Ich habe genug von deiner seichten Weisheit gehört. Ich bin der Stärkste und das Böse wird für immer die Welt beherrschen. Dieser Konflikt muss beigelegt werden. Wir müssen das beenden, ein für alle Mal. Dieses eine Mal stimme ich dir zu, mein schwächlicher Bruder. Wir sollten diesen Streit beenden. Bereite dich auf einen Kampf vor. Nein, Oka Oka. Die Ahnen würden es nicht zulassen. Es darf keinen Groll zwischen uns geben. Dann also ein Wettkampf. Gut gegen Böse. Deine Kämpfer gegen meine. Also gut. Stellt die Mannschaften zusammen. Crash Cortex, seid willkommen. Ihr und eure Freunde wurden hier zusammengerufen, um zu kämpfen. Eine Schlacht zwischen Gut und Böse. Ein alles entscheidender Kampf bis zum Ende. Mögen die besten Kämpfer gewinnen. Oka Oka, das ist kein fairer Kampf. Du hast zu viele Kämpfer. Wenn dein Vertrauen in das Böse gebrochen ist, kannst du wohl mit einem gleich starken Team antreten. Du musst auf zwei Kämpfer aus deinem Team verzichten. Selbstverständlich. Wähle. Lass die Spiele beginnen. Genau, da schließe ich mich gleich an mit Lass die Spiele beginnen. So, wo befinden wir uns jetzt? Wir sind in einem Warp Room, heißt das Ganze hier. Und wir haben hier quasi 5 Möglichkeiten, also 5 verschiedene Level. Der 5. ist ein Bosskampf. Wir sind Crash Bandicoot in diesem Warp Room. Und wir müssen nach ein paar Stockwerken höher. Wir können immer hier speichern. Und hier könnten wir quasi weiter nach oben kommen, den nächsten Warp Room, wenn wir Papu besiegen. Also unseren ersten Bosskampf. Das wäre der hier. Um gegen ihn anzutreten, brauchen wir 4 Trophäen. Genau. Wir müssen hier Objekte sammeln, um weiterzukommen. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen begeben wir uns auch gleich zum ersten Spiel. Nämlich, das heißt Crash Ball. Auftrag. Benutze dein Schiff, also unten das Schiff, um die Bälle von deinem Tor fernzuhalten. Der letzte verbleibende Spieler gewinnt. Mit Steuerkreuz wehre die Bälle mit deinem Schiff ab. Links L1 und R1 drücken und halten, um das Schiff zu beschleunigen. Viereck drücken, um den Bällen einen extra Tritt zu geben. 3, 2, 1, los. Also wir müssen dieses Tor hier verteidigen. Also quasi wie beim Fußball. Wir dürfen uns nicht die Bälle ins eigene Tor schießen, sondern müssen die Person in die gegnerische Mannschaft reinzubringen. So, wer bei 0 angekommen ist, der ist draußen in dieser Runde. Um eine Trophäe zu bekommen, müssen wir 3 Runden gewinnen. So,
So, das sind die Bedingungen. Momentan sieht das nicht so ganz gut von uns aus, aber das kann sich ändern. Ah! Ich habe noch 12, also der Kong hier, der führt, das ist der rechte Spieler. Vielleicht kennen einige von euch auch Crash Bandicoot, die Teile. Eigentlich eine sehr bekannte Serie, also momentan sieht es nicht gut aus für mich. Doch nicht. Also man muss dieses Tor hier gut abwehren. So, jetzt sieht es gut für mich aus, denn momentan führe ich. Ja komm, gib mir doch mal ein paar Bälle hier. Oh! Also der Cortex, den knock ich jetzt mal gleich aus. So, der Kong ist auch schon weg. So, Cortex ist auch weg. Dann bleibt noch einer übrig. Und das ist der linke. So, jetzt kriege ich gerade ein paar eigene Dinger hier rein. Oh! So, rein mit dir. So, Crash gewinnt. Dieses Spiel hat auch ein, später im Verlauf einen ziemlichen Frustpotenzial, weil die Aufgaben werden später um einiges schwerer werden. Und zwar wirklich, da gibt es echt so wirklich ein paar Mordeaufgaben, da hängt man echt Stunden dran, bis man die geschafft hat. Das ist noch ziemlich einfach hier. Also noch ziemlich einfach geschrieben, so bis jetzt hat Cortex alle Bälle reinbekommen. Ich habe jetzt auch einen Ball vom Kong reinbekommen, habe ich gerade im Augenwinkel mitbekommen. So, Cortex noch 9, also den knock ich meistens immer als erstes aus, weil der mir genau gegenüber steht. Und wir kämpfen auch nur gegen Bösewichte. Also quasi nur vom Team von der schwarzen Maske. Die Masken hatten einen Namen, der eine hieß Uka Uka und der andere hieß Aku Aku. Der Gute war der Aku Aku und der Böse war der Uka Uka. Der Gute war der Helle, wer hätte es gedacht, und der Böse war der Dunkle. So, ah, den Cortex habe ich schon mal, sind wir schon mal weg. Das bedeutet, jetzt wird es für mich ein bisschen kompliziert. Denn wenn mein Gegner, mein Partner quasi weg ist von einer Seite, wird es für mich extrem schwer. Ah! Ich muss mich hier gut verteidigen. Ah, momentan sieht es noch ziemlich gut aus. Ich hoffe, das ändert sich jetzt gerade nicht. 3 hat der Kong noch, okay. 2 hat der andere noch, okay. So, der eine ist jetzt auch weg vom Fenster und der Kong ist auch weg. Crash gewinnt. Also, wir müssen 3-mal gewinnen und dann kriegen wir die Trophäe. 2, 1, los! Und später, ich werde diesen Sprecher irgendwann hassen. Das versichere ich jetzt schon mal, weil der hat später echt eine große Klappe. Wenn man nämlich einmal versagt hier, oh. Oh, 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 das war ein Eierding, da war eigentlich. Also der Kong hat noch alle da, der rechts. Ich weiß gerade nicht, wie der linke heißt. Aber es sieht gut für mich aus, so. Hier will ich auch wieder so halbe Stunde Parts rausmachen. Weil wenn ich hier 15 Minuten nur Parts mache, dann sieht der pro Video nur ein Spiel. Ach! Aber die Spiele sind echt gut gemacht. Es gibt wirklich ein paar, die kann man richtig mögen. Aber das mit dem Bällen finde ich zum Beispiel richtig gut. Es hat auf einmal der Cortex da noch ganz viele. So, der Kong wird sich gleich selber ausschalten. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Okay, jetzt bleibt noch der Cortex und Crash übrig. So, damit gewinnen wir. Gewinnt. So, wir haben 3 Siege. Und das bedeutet eine Trophäe. Und das ist der nette kleine Ballade-Bildschirm.
So, dann haben wir Crash Ball erledigt. So, und jetzt könnten wir da wieder reingehen und ein Edelstein und ein Kristall uns angeln. So, das werde ich noch nicht machen. Wir werden jetzt einfach mal diese vier Trophäen jetzt einsammeln. Und zwar Puller Panic spielen wir jetzt. Das zweite Spiel quasi. Auftrag. Rahme andere Spieler, um sie vom Eis zu stoßen. Sammle Power-Ups. Also das ist ein Skral, um der, wenn da ein Skral kommt, dann kommen da Power-Ups. Wenn man da durch den Skral geht, geht auch, indem du durch in den Skral gehst. Gewinne, indem du als letzter Spieler übrig bleibst. Fair, rahme andere Spieler. Wenn die Anzeige leer ist, können wir nicht rammen. Also die Anzeige ist oben links. Wiederholt drücken, um in der Arena zu bleiben, wenn du fällst. So, dann haben wir hier die speziellen Gegenstände. Da haben wir einmal ein Gewicht. Gib das Gewicht an die anderen Spieler weiter, sonst bist du draußen. Oder so ein Blitz. Nimm die Blitze von anderen Spielern. Wenn die anderen frittiert oder gegrillt, wie ihr es möchtet, dann können wir die leichter runterschubsen. 3, 2, 1. Es geht los. So. Also ihr seht schon, wir verbrauchen auch unterschiedlich Energie. Okay, jetzt haben wir den Blitz. Komm, gib ihn schon her. Ihr braucht ihn nicht. Ich brauche ihn. Boah, der hat mich fast getroffen. Jawohl. So, der erste ist unten. So, der Blitz bleibt natürlich nicht lange da. Ich muss mich echt noch an diese Steuerung ein bisschen gewöhnen hier. Komm, fall runter, Kong. Komm. Jawohl. Crash gewinnt. Und wenn die Zeit oben abgelaufen ist, gewinnt keiner. Drei. Es kriegt keiner eine Trophäe. Eins. Los. So, Kong ist draußen. Also einer ist schon draußen. Also der Cortex versucht gerade den anderen runterzuschmeißen. Oh oh. Nein, du kriegst mich nicht. Cortex. Komm, frittier eigentlich. Dauert aber lange. Oh, was mache ich denn hier? Jawoll. Crash gewinnt. Also ich spiele das hier auf dem Emulator, aber mit der originalen CD-ROM. Ich hoffe, das kommt jetzt noch nicht zu kleine Schwierigkeiten. So, es geht weiter auf zur dritten Runde hier. Nein, oh, ich bin drauf geblieben. Och, nicht schon wieder der Blitz, ey. Können wir nicht mal das Gewicht kriegen? Nein, 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 du kriegst den Blitz nicht. Den habe ich. Nein! Okay, so gehen wir in die Mitte. Weil in der Hoffnung, dass wir. Also, ich glaube, die KI nimmt die, die am nächsten am Rand sind. Das ist wichtig. Er kriegt den aber nicht runter. Also die Steuerung ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne, ich gehe da lieber nicht rein. Wieder der Blitz, okay. Kong hat ihn ja, komm, ich lasse ihn den Kong auch. Fast hätte ich ihn sogar noch bekommen, ohne dass ich was mache. Ey, ich warne dich. Okay, die wehren sich gar nicht. Oh, ist ja ein Riese. Man kann auch ganz klein werden. Komm, voll runter. Jawoll. Gewinnt. So, damit haben wir die nächste Trophäe schon. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter hier. Es gibt dann auch noch Edelsteine und Kristalle. Das sind dann mit Sonderregeln. Und da gibt es echt hammermäßig schwere Dinger. So, wir gehen weiter zu Pogo Painter. Dem nächsten kleinen Spiel. Und da gibt es richtige Frustaufgaben. Auftrag. Geh durch die Arena und verwandle Quadrate in deine Farbe. Zerstöre die Special-Kisten, um deine Quadrate in Punkte zu verwandeln. Gewinne, indem du nach Ablauf der Zeit die höchste Punktzahl hast. Steuerkreuz geht zum nächsten Quadrat, um es zu färben. Viereck drücke, um Rakete abzuschießen.
Ah, jetzt haben wir hier spezielle Geräte. Betäube andere Spieler mit Raketen. Pfeile färben ganze Reihen von Quadraten. Selber Rennstiefel, um schneller zu sein. Denk dran, zerstöre die Spezialkiste, um deine Quadratpunkte zu verwandeln. 2, 1. Oh ja, Powerschuhe. Genau, denk dran, wir müssen diese. Also, wir müssen quasi. Diese Kisten müssen wir umwandeln. Und die Kisten wandelt, dass unsere, dieser eine hat versucht, mich mit einer Rakete zu treffen. Also, wir führen momentan vor Cortex. So, ich habe den Kong gerade mit der Rakete getroffen. Jawohl, nimm nicht die Kiste. Oh ja, zwei Kisten nebeneinander. Powerstiefel, die sind richtig gut. So, also ich fühle deutlich schon. Und diese Pfeile sind auch gut. Wenn man die in die richtige Richtung macht. So, wo haben wir denn die nächste Kiste? Okay, da hinten. Ach, Kong, nervt mich nicht mit deiner Rakete. Ach, Cortex, du auch nicht, ey. Aber ich führe mir noch, ich habe 100 Punkte schon. So, diese Powerstiefel mag ich eigentlich am meisten. So, das ist die Rache für da, wo vorhin Kong. So, Zeit ist abgelaufen. Crash gewinnt. Genau, so sieht die Sache aus. Ich mag seine Lache auch, die ist so richtig genial. 3, 2, 1, los. So, ich habe schon mal richtig Punkte gemacht hier. In den ersten Runden hier. Nochmal 6, nochmal 3, so kleine Punkte. Das Kleinvieh ist auch wichtig. Weil wenn man die Kiste für den Gegner trifft, vor den Gegner trifft, ist das immer gut. Ja, die Schuhe nehme ich gerne. Boah, da kam die Kiste genau zur richtigen Zeit. Weil die Pfeile haben mir gar nichts gebracht, die beiden. Aber die Powerschuhe nehme ich gerne. Gott, macht mal Platz da, Kollegen. Ah, die Kiste gehört noch mir, Gott sei Dank. So, die gehört auch mir. So, Cortex hat seine ersten Punkte gemacht. Ey, mach doch mal Platz da. Nein, nein. Oh. Genau vor meiner Nase nimmt er mir das Ding weg. Jetzt haben die alle drei Powerstiefel. Nein! Also, das gewinne ich aber auch. Okay, der eine hat 74, der andere hat 49. Und der Cortex hat erst 10, also bestimmt erst eine Kiste gekriegt oder so. Okay, seine zweite vor geht's. Für 3, 2, 1. Crash. Gewinnt. Mit 140. Ach, das war jetzt unsere zweite Runde. Schon allein wegen diesem Spiel. Das kann extrem lange dauern. Das geht ja schon 1,30 alleine. Eine Partie, so 3 Punkte, damit gehe ich schon mal in Führung. So, die zwei Kisten gehören auch mir. Den Cortex, ah, wollte ich treffen. Ist mir leider nicht misslungen. Ist mir leider misslungen. So, wir haben ein paar Felder. Ja, die Rakete bin ich ausgewichen. Den Kong habe ich getroffen. Oh, die Stiefel nehme ich sofort. Ein gehört mir. Der die Stiefel hat, hat den Vorrang. Vorne eine Kiste. Boah, wir hätten da 22 Punkte gerade gemacht. Das ist ja richtig gemein. Jawoll, vor meiner Nase. Danke, Kong. Danke, Cortex. Also, das Spiel hat echt Frustpotenzial, aber das geht ja später los. Das sind doch einfache Aufgaben. Ich glaube, bevor ich den Bosskampf mal euch zeige, mache ich vorher mal so ein Kristall oder so. Dann werdet ihr sehen, was ich damit meine mit Frustaufgaben. Das fängt nämlich eigentlich bei dem Level hier schon an. Mit Frust.
Vor allem der Kristall ist ja richtig frustrierend. Der ist schon schweineschwer. Da kann man auch schon seine Stunden mit verbringen. Aber das Spiel allgemein macht richtig viel Fun. So, die Kisten nehme ich noch mit hier, die beiden. Ah! Klaut der eine mir die noch vor der Nase. So, 162. Ich habe das Doppelte vom Kong. So, damit haben wir auch diese Trophäe. Das Abenteuermodus kann man auch zu zweit spielen. Das ist dann aber um einiges schwerer. Also die Aufgaben sind dann um einiges schwerer. So, dann haben wir noch Jungle Bash. Auftrag: Hebe Kisten auf und werfe sie auf deine Gegner. Gewinne, indem du mit letzter übrig bleibst oder die meiste Energie hast, bevor die Zeit abgelaufen ist. Kreis, drücken, um Kisten aufzuheben, um zu werfen, erneut drücken. Viereck, drücken, um Kisten zu treten. X, drücken, um zu springen. Okay, jetzt haben wir hier eine normale Kiste, eine TNT-Kiste, ist natürlich, die macht 3, 2, 1, boom. Und eine schöne Nitro-Kiste. Nitro, boom, bist du weg. War fast weg. Und sammle Wumperfrüchte, das sind so kleine Äpfel, man sieht die gerade, um dich zu stärken. 2. So, und dann geht's auch gleich los. Okay, ich habe Vorzug, es zu drehen mit Crash, weil Crash ist kein Werfer, also er wirft nicht weit. So, muss auch Wumperfrüchte mal wieder einsammeln. So, jetzt, also Cortex ist schon mal aus dem Rennen. So, der ist auch aus dem Rennen. So, ja, lass deinen Jubelschrei los. Schade, dass ich nicht selber verletzen können. Ach komm. Oh! Wo kommt denn diese Nitro-Kiste her? Natürlich auch ein bisschen Übung, aber ich sag mal, warum. Crash kein, komm ab mit dir in die Nitro. Okay, den kriege ich nicht platt. Ja, komm schon. Jawohl, das war mein Treffer. Fast der nächste Treffer. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Noch 5, 4, 3, 2. Das gewinne ich, die erste Runde. Crash gewinnt. Oh, da haben wir 4 TNT ist gleich am Anfang. Man kann natürlich auch Steine auf die TNTs werfen. Dann gehen die auch sofort in die Luft. Ach, was willst du, Cortex? Hier kriegst du die Rache. So, und es regnet Wumperfrüchte. Ah! Ah! Ach, direkt in die Fresse hier, ey. So, Rache ist doch bekanntlich süß. Okay, da haben wir uns gegenseitig getroffen. Jawoll! Super gemacht, Crash. Crash gewinnt. Und man fliegt dann immer so, da fliegt immer so eine Seele weg. Oh, wenn man keine Pumperfrüchte mehr hat. So, 3, 2, 1. Und das sehen soll, glaube ich, ein Tempel darstellen. Also, der Kong und der Cortex, das sind natürlich Spezialisten in Sachen weit werfen. Ey, werd die Nitro explodieren lassen. Es muss Rache geben hier. Ey, triffst du mich noch? Oh. Oh, mir ist ein Jubelschrei zu Ende. Okay, der ist platt.
So, und der auch. Damit haben wir gewonnen und die Trophäe geht an uns. Jawoll, ja! Ja, Trophäe! So, damit haben wir jetzt 4 Trophäen und könnten jetzt gegen Papu kämpfen. Aber vorher zeige ich euch zum Beispiel jetzt, was mit einer Aufgabe gemeint ist. Fangen wir mit dem Edelstein an. Also es ist jetzt, wir müssen gewinnen. Diesmal aber nur einmal unter erschwerten Bedingungen. Und zwar Juwel-Wettkampf. Verteidigen ein Tor, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Warum stehen die denn auf einmal schlecht? Ja, wir haben oben links eine 9 stehen, während die anderen nur 15 rein müssen. Also wir haben einen Rückstand von 6. 6 mal 3. Das ist richtig viel. Aber der Kristall ist noch übler. Das geht noch übler, ja. Vor allem, die schrecken sich jetzt noch mehr an als vorhin. Wenn ich davon noch richtig informiert bin. Aber das ist noch einfach jetzt, aber es gibt echt noch hammerschwere Aufgaben. Vor allem, ich habe jetzt schon mal was aufgeholt auf allen, ja. Ich habe noch keinen reinbekommen, das ist wichtig. Und später braucht man auch Edelsteine bzw. Juwelen, wird das hier genannt, für die Bosskämpfe. So, jetzt sind wir alle wieder gleich auf. Jetzt habe ich wieder gute Chance, dieses Ding zu gewinnen. Und zwar auf Anhieb zu gewinnen. Ah! Jetzt habe ich aber auch mal einen reinbekommen. Aber es läuft noch ziemlich gut. Aber ich zeige euch mal gleich den Kristall, der ist um einige schwerer. So, Cortex ist weg, das ist schlecht. So, na, das gewinne ich. Ja, komm, ein noch. Jawohl, der ist oben gerade reingerutscht. Gewinnst. So, dann haben wir unseren ersten Juwel. Jetzt mache ich mal den Kristall und dann werdet ihr sehen, was schwer heißt. Oder was anfängt schwer zu heißen, sag ich es mal so. So. Jetzt machen wir mal den Kristall. Wenn ihr denkt, das war schon schwer. Jetzt wird's übel. Kristallwettkampf. Du musst ohne den Extra-Kick gewinnen. Das ist richtig gemein. Also dieses Viereck fehlt bei mir jetzt komplett. Das heißt, ich kann mich nur noch hier ranz... nur noch mit diesem Tor verteidigen. Jetzt ist das Zielen hier angesagt, also die Präzision. Aber noch läuft sie, noch sieht es gut für mich aus. Aber hier ist mehr Konzentration ist erforderlich, aber ich quatsche immer noch extrem viel. Ah, da war ganz rechts einer gerade, der an mir vorbeigerutscht ist. Vor allem, wenn die so schnell werden, dann wird es echt heikel für mich. Weil ich benutze eigentlich nur noch L und R gerade. Weil ich muss ja von einem schnellen und in den anderen... Okay, der linke eins ist gerade an mir links vorbeigegangen. Jetzt ist wieder einer links an mir vorbei. Aber ich führe momentan noch. Da wird nur die Kopf noch, weil jetzt wird's schwer. Jetzt beginnt die heiße Phase. Links, rechts. Okay, der Cortex hat noch 9. Ich hab noch 7. Der Cock ist weg. Komm schon. Ja, komm. Ein noch. Der hat noch einen. Ja.